Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer M3D bei dem Herobrine Mod Staffel 2. Oh scheiße, es regnet. Nein, ich werde nass. Na gut, das ist erstmal unser goldener Apfel. Ach so, vom Baum noch. Ja, genau. Das kommt jetzt erstmal weg. So, wir gehen jetzt erstmal raus, würde ich sagen. Irgendwie mangelt es uns so noch am Essen, kann das sein? Alter, das ist doch voll für den Arsch. Eigentlich möchte ich die Äpfel gar nicht antatschen, weil ich daraus gerne goldene Äpfel machen würde. Tja, was macht man denn da? Wieso habe ich einen Goldnuggets dabei? Scheißegal. So. Na gut. Oh. Jawohl, her damit. Lalalala. Diesmal war er aber auch fertig, oder? Weil ich tue irgendwie immer alles abholzen, wenn es noch nicht mal fertig ist. Scheiße, ist das Wetter behindert. Mama, ich glaube, ich habe sogar auf friedlich gestellt. Ja, vom Bauen her. Sorry. Alter. Dangerous. Ja, weil ich brauche ja gerade an der Herobrine-Karte die erste Staffel alles nach. Und logischerweise spiele ich da auch friedlich, bevor ich schlecht auf die Fresse kriege. So, wir haben zwei. Ich brauche noch eins. Knochenmehl habe ich nicht, ne? Boah, also gerade beginnt die Folge aber auch sehr trocken und lahmarschig. So, nein, Knochen habe ich leider gar keine. Oh, verdammt, ey. Ich brauche immer eine größere Truhe. Wartet mal, die machen wir jetzt gerade mal. So viel Zeit muss sein. Wie hier. Schon haben wir es. Zack, 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 zack. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. So. Weil langsam wird es ja hier ein bisschen peinlich vom Platz her. Ups. Ja, ich hätte es jetzt auch vielleicht direkt ins Haus reinbauen können, aber naja, hey. Stöcke nehmen wir mal mit. Das kommt weg. Weg. Ja, ansonsten sieht es doch eigentlich sehr gut aus. Ach komm, das behalten wir alles nochmal im Inventar. Eigentlich sollte man nicht zu viel mit rumschleppen, weil wenn Herobrine mal kommt, wieder mal, ne, dann weißt du Bescheid, dann schmeißt du unsere Sachen wahrscheinlich raus, dann sind wir geballert, aber naja, ist ja egal. Wir haben es ja so oder so locker, weißt du. So, unser schönes Hütchen, auch wie schön. Tja, was machen wir jetzt, meine Freunde? Das ist die Frage aller Fragen, mit der wir es gerade zu tun haben. Vor allem sollten wir erstmal was essen. Also ich glaube, wir sollten echt mal... Jetzt weiß ich wieder, was ich hier wollte. Ich wollte Dings holen, Holz. Ah, peinlich, meine Freunde, peinlich. Na gut, nochmal gerade ab in die Höhle. Ja, was wir auf jeden Fall mal machen sollten, ist Essen holen. So viel steht schon mal fest. Da hinten ist Lava, okay. Da ist es natürlich wieder unser Hero, ist ja klar. Unser Ski-Hero. Wenn es ein Ski-Mail ist. Ach, egal. Zum Tod machen. Okay. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen was zum Essen. Das ist gut. Oh, Moment. Pflanzen, zack. Darf man ja nicht vergessen, ne? Das ist ja... Alter! Das passiert aber auch immer mir. Okay. Holz wollte ich holen, das hole ich gleich. Das darf ich wieder nicht vergessen, Master. Du kleiner trotteliger Trottel, du. Boah, ist so warm draußen, Freunde. Da habe ich extra meine Let's Player-Strapsen angezogen. Aber irgendwie bringt das nicht viel. Ja, wir haben ja gar kein helles Holz mehr. Vielleicht habe ich deswegen keins geholt. Könnte man als Begründung nennen. Aber Eisen haben wir noch. 1, 2, 3. Mache ich auf jeden Fall mal eine Axt raus und eventuell ein neues Schwert, würde ich sagen. Ja, das halte ich mal für eine gute Idee. So, ich höre schon wieder von der Ferne irgendwie einen Krankenwagen. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht direkt hergefahren, weil mein Fenster ist offen. Weil, Freunde, ich überlebe das sonst nicht, ganz ehrlich. So. Okay, das ist schon mal dann direkt hier drüben. Platz haben wir eigentlich genug, so gesehen. Und dann können wir doch mal jetzt losziehen, ne? Ja gut, ich sollte echt vielleicht diese zwei Äpfel noch essen. Wird schon wieder dunkel? Nee. Wie waren wir denn? Ach so, 18:40 Uhr. Ja, es wird gleich dunkel. Ja, nee. Im Dunkeln möchte ich nicht losziehen. Das möchte ich einfach mal festhalten. Da wird schon dunkel. Dann ab in die Hütte und schlafen gehen. Habe ich überhaupt hier drinne? Im Bett. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Oder? Also doch? Nein? Ja? Nein. Verdammt! Scheiße. Da war schon in der Höhle gewesen, weißt du? Und dann kacke ich es trotzdem wieder. Oh, was eine Folge gerade. Ist ja peinlich, ey. Oh Gott, ich will die Höhle, ich will die Höhle. Boah, wird das dunkel, Mann. Hilfe. Mal ein bisschen Licht machen. Boah, mies. Komm. Rein da. Nö, hier draußen bitte ich nicht rumgammeln. Bei dem Wetter. Und in der Dunkelheit. Ah, erstmal Sleepy Sleepy machen. Ohne Sleepy Sleepy, Freunde, geht hier gar nichts. Okay. Wunderbärchen. Dann gehen wir jetzt mal raus.
Und tun ganz simpel Holz sammeln und natürlich ein bisschen Fleischi. Also, was zum Essen halt, ne? Nehmen sie. Mach keinen Scheiß, du Penis. Hilfe! Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Au! So, einfach hier lang. Einfach hier lang. Da ist helles Holz. Helles Holz brauche ich, genau. Hör damit! Irgendwie bewegt sich gerade meine Maus so stumpf. Kann man gar nicht erklären, aber es fühlt sich komisch an. Egal. So, her damit. Yeah! Bam! Ein Herobrine, Schwein! Mist! Ich habe mir was Besseres erhofft, ehrlich gesagt, aber naja, mir wird ja hier auch nichts gegönnt. Gut! Wir haben. einen Baum. Einen, verdammt! Wir brauchen mal mindestens, keine Ahnung, wie viele? 10? Da hinten ist noch einer. Ja, okay, zugegeben. Ich könnte sie ja auch mal wieder einpflanzen, zumindest in der Nähe oder so. Aber das hat ja in meinen Augen auch Zeit, also da brauche ich mich gar nicht abhetzen oder sonst irgendwas. Und ja. Ja, damit. Äpfel? So, den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal, damit unsere Lebensenergie sich auch wenigstens ein bisschen wieder regeneriert. So, Alter, das sah gerade aus, als ob der Lava fressen würde irgendwie. Voll komisch. Aber lassen wir gelten. Passt schon. Hör damit. Yeah. Gut, okay. Machen wir jetzt ja, unser Dorfbewohnerplatz ist leider leer. Aber kein Problem, die spawnen wir uns dann einfach selber. War ja klar, ich habe die Karte einfach nur neu generieren lassen. Bei der war es ja simpel. Die andere Karte macht ein bisschen mehr Faxe. So. Okay, da hinten haben wir schon einen gesehen. Oh ja, komm her. Komm zu Papa. Oh, 2, 3. Dankeschön. Perfekt. Und noch ein. Ah, ja, jetzt hör doch mal auf. Hilf, wieso kommt hier Schwarzeichensetzlinge? Muss ich nicht verstehen. Doch, will ich eigentlich verstehen, aber egal. Was nicht geht, geht halt nicht, ne? Einfach ignorieren. Nichts passiert. Kommen noch mehr Äpfel. Da kommt echt Schwarzeichensetzlinge runter, ne? Oh, hier ist ja noch richtig viel los. Geil. Aber irgendwie so richtige Schweine oder sowas habe ich hier noch nicht gesehen. Oder Kühe wenigstens. Wobei Kühe sogar noch besser wären. Oh, da war doch auch noch irgendwo. Da ist er doch. Da sind auch noch 3 Stück. Oh. Habe ich den einen eigentlich jetzt mitgenommen? Ich glaube, ich habe nur 2 abgeholzt, oder? Ich muss ganz ehrlich zugeben, so peinlich wie es mir auch ist, aber ich weiß es gerade. Doch, der ist er noch. Ja, ich hatte nur 2 abgeholzt. Schäme dich, Master, schäme dich. 4 Äpfel schon. Aha. Boah, das geht aber auch ganz schnell in die Essensleiste. Habt ihr gesehen? Ein Baum, eine ganze Essensleiste. Aber okay, er zählt halt so, als ob jedes einzelne geschlagen wurde. Scheißmord, verdammt. Yeah. So, weiter geht's. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Habt ihr gesehen, da lagen auch verschiedene Pilze rum. Wir hätten uns also theoretisch gesehen Pilzsuppe machen können. Eigentlich keine dumme Idee, oder? Aber so viel gibt es da leider auch nicht. Aber so für den Anfang. Oh. Kann man drüber streiten. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen was davon mit. Doch, das halte ich für eine gute Idee. Und da vorne ist auch Sumpf. Und ich glaube auch eine Dings, eine Schlucht, wie das Ding heißt. Ja, doch. Ich habe einen Huhn gehört. Ja, einen Huhn würde ich auch gerne auseinandernehmen. Also, ja, das klang jetzt vielleicht ein bisschen falsch. Aber die geben halt Eier und so, wisst ihr Bescheid. Weil die haben ja mehr Eier als ich und das ist gut. So, wo waren denn diese anderen Pilze? Steht total aus den Augen verloren. Scheiße. Okay, theoretisch gesehen kann ich auch die großen einfach wegholzen, ne? Ja, komm, dann machen wir einfach die großen weg, was soll's. Was ist denn hier passiert? Wieso haben die keine Blätter? Ach so, bei dem funktioniert das nicht. Oh. Egal. Yeah! Hä? Was war das denn für ein komischer Trick? Ich verstehe hier gerade gar nichts mehr. Wie viel habe ich jetzt? 13, oh gut. Also funktioniert das jetzt doch mit dem Stiel oder was? Also irgendwie bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Und? Springst du ab? Spring! Nee. Jetzt? Nee. Alter, unlogisch, hoch 20, ey. Wieso haben die ganzen Bäume keine Blätter mehr? Was ist denn hier los? Okay, ja, das muss man jetzt nicht verstehen. Also wenn ich jetzt hier Blätter entferne, springen alle Blätter ab, oder wie?
Alter, Spiel verarscht mich, ne? Naja, egal. Wir spawnen wenigstens keine Monster hier, das ist doch gut. Wir brauchen jetzt noch die roten, stimmt's? Ja, wir haben 25 braune Pilze, aber keine roten. Da ist ein roter. Oh, guck mal hier. Haben wir noch einen. Herr damit. Yeah. Wie so ein Zwirbel hier schön im Kreis drehen. Batsch, batsch. Ja, der springt jetzt nicht ab. Das ist jetzt irgendwie, naja. Ich glaube, es gibt Dinge im Leben, die kann man einfach gar nicht verstehen, oder? Die braucht man auch gar nicht verstehen. Ah, hier nochmal Setzlinge. Nehme ich mit. Oh, das ist Hero Brand, der uns die Blätter weghaut. Keine Ahnung, ey. Laut Modmaker soll er das ja machen, aber es ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen, muss ich zugeben. Man hat zwar ab und zu mal Bäume gesehen, wo da natürlich keine Blätter dran waren, aber das gab es eigentlich früher auch schon so, ganz normal. Also dafür brauchte man jetzt nicht unbedingt eine Mod. Die No. Ja, was heißt ein Blätter auf Englisch, ey? Paper. Nein, war Spaß. Oh, ich will für diese Folge gar nicht die Kommentare lesen. Alter, du bist so blöd. Oh, wieso funktioniert das jetzt auf einmal? Was ist denn hier los? Cool. Okay, sehr gut. Gut, Äpfel haben wir auch. Also, das ist schon mal sehr nice. Das gefällt mir. 38 und 33. Ja, das kann man doch so lassen, oder? Ja, auf jeden Fall. Boah, das gefällt mir super. Helles Holz haben wir eigentlich auch jetzt schon ganz gut. Da ist das Huhn. So, Chicken McNugget, wie sieht's aus? Nee, nix. Oh. Geier, ey. Absoluter Geier. Aber hier können wir ins Sumpfgebiet gehen, da würde ich gerne mal hingehen. So, da sind wir auch schon. Alter, ja, ist ja okay. Stimmt ja, wenn man die tötet, dann kommt Dingsbums raus, eine Lava. Geben die auch schon jetzt eigentlich Fleisch? Ach, das ist ja Schweine. Schweine, Schweine. Schweine! Yeah! Let's eat chicken! Pigs natürlich, mein Gott. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also heute ist aber auch los hier mit meinen Englischkünsten, ne? Heute zeige ich echt, was ich kann. Hier ist ja unglaublich. Okay, wir sollten mal wieder ein paar Äpfel essen. Leider, muss man dazu sagen. Oh, aber die geben zwei zurück. Oh. Das ist ja nice. Okay, gut. Finden wir vielleicht noch ein bisschen mehr Schweinis? Warte mal, hier die dunklen können wir auch noch mitnehmen. Von denen haben wir jetzt sogar noch einen kleinen Mangel, wenn man es mal so will. 36, 38. Super, so kann man es lassen. So finde ich es ganz okay. Schweine, wo seid ihr? Piggies! You little pig! Falls das jemand kennt, outlasten, so, weiß Bescheid. Nee, also irgendwie höre ich und sehe ich hier gerade gar nichts. Oh, das ist wieder ein Huhn. Das könnte eine gute Gelegenheit sein. Also irgendwie Maus willst mich gerade ein bisschen verarschen. Ja? Lässt sich so beknackt steuern gerade. Hast du ein Ei fallen lassen? Nein? Oh, okay. Ja, ich habe mich kurz mit dir unterhalten und dementsprechend weiß ich jetzt, leider hat da keiner was von denen fallen lassen. Bisschen mager hier. Aber Schweine sehe ich ja auch gerade gar keinen einzigen mehr. Das ist ja schon voll bescheiden, oder? Hm. Das habe ich mir ein bisschen besser erhofft, muss ich zugeben. Oh, da ist noch ein braunes. Dann haben wir jetzt sogar 38, 38, richtig? Jetzt habe ich 39. Kacke. Egal. Oh, hier sind ganz viele Hühner. Kommt schon. Kommt schon. Wenigstens einer. Das gibt's doch gar nicht. Oh, Schafe. Lassen Schafe noch Fleisch fallen? Nee, ne? Das ist erst in der 1.8, glaube ich. Doof. Manu. Na gut, Schafe brauchen wir jetzt nicht töten. Ehrlich gesagt, falls wir mal welche holen müssen, dann weiß ich wenigstens von wo. Boah, ich hätte mein Haus markieren sollen, ne? Das passiert mir immer. Alter, was ist das denn für eine geile Scheiße hier? Das sieht ja richtig fett aus. Immer diese Penis-Motorradfahrer, die denken müssten, die müssten jetzt hier mal sofort geben. Spacken, ey. Nervt mich, verdammt. Weißt du, überleg mal, es ist 2 Uhr morgens, ja? Und die fucken hier ab mit den Drecksmotorrädern, also schämt euch. Schämt euch. Da sind auch noch Hühner. Verdammt, habt ihr wenigstens Eier? Lasst doch mal ein Ei fallen, Mann. Ich fühle mich so eierlos, ey. Nee, nichts. Das ist schon. Ich weiß, ich muss jetzt ein bisschen hier verweilen, bis mal irgendeiner von denen ein Ei ausscheißt, aber irgendwie. Alter, wie viele das aber auch sind, ne? Wir könnten theoretisch gesehen auch ein paar Hühner töten. Wartet. Jetzt ist 39, 39. Yeah. So, theoretisch gesehen könnte ich echt mal ein paar Hühner töten. Dann hätte ich auch ein bisschen Essen. Essen!
Federn, die sind doch für Pfeile gedacht, richtig? Ja, nein, vielleicht, ich glaube schon. So, ja, nehmen wir einfach mal mit, was soll's, ne? Alter, wird schon wieder dunkel. Oh, nee. Oh, nee. Das ist ziemlich ungeil, muss ich jetzt zugeben. Das war so eigentlich nicht geplant. Ich wollte, wenn es dunkel wird, wieder zu Hause sein. Aber naja, das ist ja irgendwie voll gescheitert. Kacke. Schnauzehühni. So. Jetzt lass doch mal einer von euch ein Ei fallen. Was ist denn los? Das ist alles so unnatural. Och nee. Es wird dunkel. Kacke. Ein Graben wäre jetzt auch nicht geil. Hä? Hab ich eine Schaufel dabei? Ja, man könnte ein bisschen Stein und sowas sammeln. Vielleicht auch keine dumme Idee. Was mache ich denn jetzt? Ich würde erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Tschüss.